Einmal angekackt werden hätte ich ja vielleicht ertragen, aber zweimal, da muss ich doch was sagen. Erstens, Stadtrat Schulze, ich habe dir das eben erklärt. Ja? Es kann ja sein, dass im Ausschuss alles Mögliche schön erzählt wurde. Aber ein politischer Vorgang oder ein Stadtratsbeschluss ist etwas anderes als die Willenserklärung in einem nicht öffentlichen Ausschuss. Und wenn der Vereinspräsident mir sagt, ja, Herr Schulte-Wissemann, sehr gerne, das ist richtig gut, das hilft uns ein bisschen und geht auch genau in die richtige Richtung, also Surfer, Surferin, surft auf der Welle, ja, so, dann ist es nicht vergebene Liebesmühe, dann ist es auch kein Populismus, sondern dann ist es eine sinnvolle Ergänzung zu diesem Antrag. Frau Wagner, wenn es in diesem 70-köpfigen Gremium sonst niemanden gibt, der über Jahre dieses Thema aufgegriffen hat oder hätte, dann sehr gerne könnte das irgendjemand anders machen, hat es aber niemand, weil es nie jemanden interessiert hat, dass wir Millionen von Euro ausgeben für ein Trainingszentrum, uns sozusagen rühmen und sagen, wir haben ein super Leistungszentrum, wir haben das, wir haben das, wir haben das, aber wir vergessen sogar die Damenumkleide. So, das kann doch nicht sein. So, und gerne kann das jemand anders machen. So, und Herr Lippmann, letzte Sache. Hier steht drin, der Stadtrat knüpft die Gabe an die Erwartung. Nochmal, knüpft an die Erwartung. Das ist keine Bedingung, das ist kein Diktat, das ist nichts zusätzlich, das ist nichts. Die können auch gar nichts machen. Es knüpft die Gabe von Fördermitteln an die Erwartung, aber es ist ein Stadtratsbeschluss. Wenn Sie heute Nein sagen, knüpfen Sie diese Gabe von sehr viel Geld nicht an die Erwartung, dass es Mädchen genauso Förderung zukommt wie Jungs. Dankeschön.